Berlin-Neukölln. In diesem Häuserblock leben mehr als 500 Roma. Immer mehr Familien aus Rumänien sind in den letzten Monaten hierher gezogen. Die Gegend heruntergekommen. Deutsche wohnen hier kaum noch. Die wenigen, die geblieben sind, haben für ihre neuen Nachbarn wenig übrig. Ist es normal, dass da 12 Personen in einem Raum schlafen und wohnen und hätten dann das ganze Geländer vollmacht mit nasse Wäsche, Aufhänger? Ist das normal? Und dass die Kinder, die 8-Jährigen, nachts um 1 Uhr da heraus umeinander krabbeln? Also wenn das noch normal ist, aber sind jetzt in Berlin oder bin ich im Ausland? Im Grunde genommen ist sie eigentlich ganz ruhig wohnen gewesen, bloß das hier. Sie hören es doch. Jeden ganzen Tag und dann abends um 10 Uhr geht das immer noch, weil die schicken ihre Kinder nicht im Bett. Ich habe die Schnauze voll hier. 13 Jahre wohne ich hier. Jetzt kommt so ein Kaschemme hier. Schlösser an den Türen gibt es hier nicht. Sie stehen Tag und Nacht offen. Die Müllcontainer quellen über, weil es viel zu wenige gibt für die vielen Menschen, die hier wohnen. Essensreste locken Ratten an. Die Treppenhäuser wurden schon lange nicht mehr renoviert. Gegenüber von den Häusern ein türkischer Autohändler. Die neuen Nachbarn mag auch er nicht. Die Roma, glaubt er, schrecken seine Kunden ab. Deutsche Leute schon Angst, bisschen Ausländer und Haufen Ausländer sieht hier. Trotzdem geht da weiter, kommt da nicht rein. Auto gucken oder kaufen. Seit dem EU-Beitritt dürfen Rumänen und Bulgaren unbeschränkt einreisen. Viele werden von Schleusern ins Land geholt, arbeiten hier illegal. Politik und Behörden gehen davon aus, dass die sogenannten Wanderarbeiter nur kurz bleiben und dann wieder zurückkehren. Ich glaube, das ist ein Problem, was bleiben wird. Das ist eine Armutswanderung, Binnenwanderung in der EU. Und die Menschen werden hier bleiben. Ich glaube, dass viele das Problem noch gar nicht gerafft haben. Also inklusive der Verwaltungen und auch der Politik. Sie haben da auf der Straße gewohnt, habe ich gehört, ne? Und die kennen keine Ordnung. Die sind das nicht gewohnt. Schauen Sie sich das an. Das sind dann so die wenn die Wutanfälle sind, ne? Guten Tag, hallo. Hör mal, entweder bringst du den Müll in den Mülltonne oder du tust den rein. Ja? Für den Müll wegbringen oder rein. Okay? Gut. Also diese Aktion müssen sie quasi technisch starten. Technisch. So, komm mal runter. Ja? Ja, okay. Mein Freund, der Müll da oben, bringst du bitte in die Mülltonne, ja? Dein Müll. Ja. Da ist Mülltonne, nicht in dem Flur. Ja, ja. Nicht, ja, ja. Weiß. Das ist nur mein Mann. So, jetzt möchte ich mal gerne wissen, was die mit dem Rumpel machen. Und zwar tut mein Mann das in Sperrmüll. Da müssen wir machen Sie einen Termin. Und was ist das hier? Das ist nicht meine, das ist gar nicht meine. Keine, das gehört keinem, ne? Nein, mein ist das wirklich nicht. Wo ist dein Keller? Und das ist ihr Keller. Auch gewütet. Ja, was man so Keller nennt. Ne? Ja, das Chaos, wie gesagt, ist entstanden, weil die eingebrochen haben und gewütet haben. So. Ich mache jetzt einen Termin, wo entrümpelt wird. Da fangen wir wieder bei der Stunde No an. Ich habe keinen Bock mehr. Ja? Sie sind mal nicht böse, aber mich kotzt das ab. Wo ist dein Keller, bitte? So, was kann da weg? Der ist kaputt, wie so diese Tür hier, ne? Ja? Ist immer so. Es auf. Auf, ja. Ja. Und da kommen andere Leute. Ja. Weiß, aber das sind noch keine Sachen, die sie noch hier brauchen, ne? Aber bitte, einfach Ordnung halten. Deine Müll, wenn du den nicht da raus... Ja, jeden Mal ich mache. Nur heute, ne? Ja, heute, weil ich gekommen bin. Hast, wolltest du mich ärgern, ne? Ja, du aber habe ich viel... Aber du verstehst doch gut Deutsch jetzt, ne? Du verstehst mich doch gut, bisschen, ne? Ja, ja, du machst schon Fortschritte, bisschen. Ja? Wir müssen das ein bisschen in den Griff kriegen. So, dann gehen wir mal hoch. Hallo? Alles klar? Hast du den Müll schon weggebracht? Das schwören sie unnötig unfried. Die sind es nicht gewohnt, die kann man nicht normalisieren. Da ist schon alles verloren. Sie sehen doch, der ist besoffen, hat Drogen genommen. Ja, und was soll ich denn da machen? Soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Nur weil ich jetzt wissen würde, wem der Keller gehört. Der wird wieder entrümpelt. Werden Bürde gemacht. Da können Sie gucken, wenn der Keller entrümpelt ist und ich mache die Latte wieder ganz, kommen Sie in einer Woche, sehen Sie das Gleiche. 120.000% so ist das. Ja?
So, da kommen sie, jetzt können sie wieder was Schönes sehen. Schöne Häuser. So, das ist jetzt hier wieder Idyllepur, ne? Haben sie hier Blümchen. Und einen Meter weiter, dann sieht es dann aus wie Kraut und Rüben. Ne? Wir brauchen sie nichts zu machen. Ja, nichts. Wir müssen doch nicht mal eine Birne wechseln. Das ist doch schön ruhig, man hört nichts, man sieht nichts. Das ist doch Frau Kabelunke und Ungerät, sie arbeitet beim Lidl, der Bühling. Ja. Und dann ist hier eine eingeschworene Gemeinschaft. Hier kennt einer den anderen. Und man geht, wir sind mal freundschaftlich miteinander um. Ja? Und da gehen sie nur über die Straße, das ist schon Sodom und Gomorra. So, da steht die Garage jetzt wieder auf. Das ist da unbeaufsichtigt. Es blinkt ja. Warum? Die Leute fahren raus, die Kinder kommen vorbei oder irgendeiner und drückt dann auf diesen Knopf. Dann geht hier nichts mehr, dann geht das Tor auf. Und dann sind die da drin und fangen da an, Randale zu machen. Was wir jährlich ausgeben an Vandalismusschäden, das ist schon nicht mal zu verstehen. Die Spieler sind die Kinder, und da wird hier Unfug getrieben, etc., etc. Feuerlöscher werden zweckentfremdet, die werden rausgenommen. Ja, der ist auch weg, mit Sicherheit. So. Sehen Sie? Ja, schon wieder. Der ist jetzt weggefunden worden. Dann ist immer hier ein Schloss drauf und hier ist ein Glas mit dem Schlüssel drin. Das ist Sport. Ja, und dann ist es der Feuerlöscher, der wieder weg ist. Auch geklaut. Sehen Sie? So schnell kann ich die ja nicht nachfordern, wie die mir die weghauen. Naja, wird mir langsam Spaß, das ärgert einen da. Ah, da kommt der böse Mann, der immer die Türe auflässt. Grüß dich. Hi. Hast du jetzt die Türe zugemacht? Nein, geht nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. War dann hier einer drin, hat irgendwie Unsinn gemacht? Nein, keine. Aber da wollten schon zwei so kleine Babys rein. Ich habe, nein, geht nicht. Raus hier. Da ist keiner, kein Spielplatz hier, ist Garage. Ja. Da spielen die hier Fußball, da gehen die Lampen kaputt. Da wird gepinkelt da um die Ecke, da stinkt wie... Will ich nicht sagen, wir, überall kippen und sogar, also ist schrecklich, ja. Da sind wir schon am Überlegen, also, ob soll man uns andere Wohnung suchen, weil hier ist normale, asoziale Ecke geworden, ja. Tut mir leid, dass ich so sagen muss, aber ist ja, ist so. Ja, da kommen Sie mal, das ist, ne? So, hier habe ich schon Präservative gesehen, die brauchte Binden. Hier sind eindeutige Spuren, dass sich hier Jugendliche aufhalten. Ja, da wird hier Geschlechtsverkehr gemacht. Hier haben sie schon übernächtig. Das ist schon heftig hier, ne? Das ist die Enttäuschung schon wieder da. Ich hab gedacht, hier ist Ruhe. Und wird er immer schlimmer. Und wird er immer schlimmer. Und wird er immer schlimmer. So. Da haben die aufgeräumt, ne? Haben wir sauber gemacht, oder was? Papier haben wir auch schon aufgeräumt. Ja, ja. Hallo, schon zusammengekehrt. Ja, das waren wir nicht. Das war die andere Seite. Ja, ja. Hallo, alles klar? Der Mieter sollte seinen Keller entrümpeln. 12 Tage hatten er und auch seine Nachbarn dazu Zeit. Viele von ihnen leben von Hartz IV. Ja, ja. Um fehlen noch 4 schon voll. Da muss ich schon wieder rumschlagen. Wisst ihr, was da machst du im nächsten? Oh, schon Stempel, ja? Nimm schon eine Kaste Bier, da hast du Mehl gefunden. Ach, nee. So. Es geht noch, ne? Aber hier ist schon wieder alles voller Dreck. Der Eck. Könnt ihr euch noch erinnern? Die Tür hing dann noch ein bisschen in der anderen, ne? Wir sind ganz kaputt. Ja. Da tut sich nichts, ne? Mittlerweile ist das ja hier kaputt geklopft wurde. Also wir müssen hier, nützt alles nicht, irgendwas mit Stahl machen. Und dann kostet ja wieder Geld. Und wer bezahlt das? Die Stadt Köln. Wer ist die Stadt Köln? Wir Idioten, die arbeiten.